So, was geht ab, Leute? Heute mal wieder ein schönes neues Video. Und ich war mal wieder auf YouTube unterwegs. Und wer hat ein Video hochgeladen? Unser guter alter Max. Ne? Und der hat eine schöne Kooperation gehabt mit einer Internetseite, was ich natürlich sehr feier, wo man seine komplette Fahrzeughistorie von, ich glaube, von Zulassung bis jetzt nachvollziehen kann. Und genau das werden wir heute machen, Leute. Das ist natürlich sehr interessant, wie das Auto früher, ja, man kann da sozusagen fast alles nachgucken, ne? Wie es früher mal verkauft wurde, ob der Scheckheft alles gepflegt war, so wie beim Kauf bei mir, sag ich mal, gesagt wurde, oder ob er mal einen Motorschaden hatte oder wie auch immer, bla bla, da gibt es so viele Sachen, da werden wir auf jeden Fall kurz reingucken und natürlich über den Rabattcode von Max natürlich dann für ihn natürlich auch mit unterstützen. Und ja, Leute, seid gespannt, wir wechseln jetzt die Perspektive. Ich gehe an den PC, mach schön Facecam an und so, damit ihr auch schön den Bildschirm seht. Also heute mal wieder ein anderes Video, nicht aus dem Auto raus, sondern übers Auto besser gesagt. Und ja, ich bin wahrscheinlich genauso gespannt wie ihr. Und dann wollen wir mal. Hey, ihr Versager, der Turbolader ist nah, klar mit Fullspeed auf die altbekannte Fahrbahn. Keiner kann mich bremsen, ich bin diesmal du fahrst. So Leute, hier sind wir jetzt an einer neuen Perspektive. Ich bin schon mal auf das Video gegangen, wo wir gleich den Link erstmal ausprobieren werden. Falls ihr es noch nicht wusstet, wie dumm. Genau, wir sind hier noch schon mal aufs Video, neue Perspektive ist am Start, wie ihr schon sehen könnt. Ich kann es mir hier auch in meinem zweiten Bildschirm noch mal kurz angucken. Ich entschuldige mich schon mal vorweg für die Qualität des Tons. Ihr seht es hier, nur so ein, sag ich mal, 30€ Headset. Ist jetzt wahrscheinlich nicht so geil, aber naja, anders geht es nicht, um euch das, sag ich mal, korrekt zu zeigen. Und ja, wie gesagt, schön abonnieren, Leute. Der Link ist in der Videobeschreibung, Like geben. Und der gute Herr fährt einen schönen ML63 AMG. Baba Auto. Würde ich auch am liebsten fahren. Aber naja. So, dann schauen wir mal rein hier. Nochmal kurz groß. Ja, kann man machen. Und ab. Historie informiert. Dafür gibt es aber ein Programm, meine Freunde. Und zwar nennt sich das Car Vertical. Da kann man Fahrzeughistorien überprüfen. Ich habe jetzt hier schon mal die Fahrgestellnummer eingegeben. So, der Check war erfolgreich. Zack. Gucken wir uns mal den Bericht an. Kilometerstand korrekt, Diebstahl. Prüfung auf Diebstahl, keine Einträge. Letzter bekannter Kilometerstand 256.000. Das ist korrekt. Bewertung. Oha, hier steht sogar drin, 2019, für was der inseriert wurde. Das ist ja zum Beispiel hier sehr interessant. Und sogar Inseratbilder. Das sind die Inseratbilder, wie ich den gekauft habe. Ne, walk up. Ich habe noch einen Rabattcode da. Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß und hoffentlich kommt bei euch nichts raus. Punkt 1. Ja, Max, das hoffe ich natürlich jetzt auch. Und deswegen, so anzeige ich auf Fahrzeughistorien. Zack, öffnen wir mal ein neues Fenster. So, den Fahrzeug-Dings habe ich hier schon. Fahrgestellnummer so rum, genau. Die tippen wir jetzt erstmal hier ein. Von meinem guten Stück. So, einmal Z1K. Ist das jetzt hier so richtig? Z1K. Fahrgestellnummer ist eingetreten, eingeschrieben. Boah, ich bin ohne Scheiß so ein bisschen aufgeregt, was das hier zum Vorschein alles kommt. Auto überprüfen. Ja, ich weiß, Leute, man muss den Bericht kaufen. Eigentlich kostet er 15€ und deswegen geht ihr über den Link von Max rein. Ihr kriegt jetzt 10% Rabatt. Denn wir werden jetzt 13,49€ nochmal schön in YouTube investieren. Außerdem ist es natürlich immer spannend. Hier seht ihr mal Service-Historie, Fahrzeug, versteckter Schadensbericht, ältere Fotos von alten Inseratbildern, registrierte Diebstähle, andere nützliche verbreitete Fehler für jedes Modell, wie viele Besitzer hatte der Kilometerstand, ob der so korrekt ist. Ja, deswegen würde ich sagen, einmal Bericht kaufen. So, bezahlt haben wir jetzt. Genau. Oh, jetzt wird der Bericht erstellt, Leute. Aber ich glaube, unten die Länder. 2% in der EU. Boah, ist echt krass, Alter. Echt krass. Natürlich stimmen wir alles zu hier. Händlerdaten. Boah, ich bin echt so aufgeregt. Also, ich habe jetzt keinen Rabattcode für euch. Deswegen geht jetzt unbezahlte Werbung
war ich einfach Maxfire da einmal raus. Video wird dann auch unten verlinkt sein. Ich verlinke auch nochmal seinen separaten Link bei mir unten im Video. Und das soll jetzt nicht so rüberkommen, dass ich irgendwie bei dem Schleim bin oder so. Überhaupt null, Alter. Ne? Der wird das auch wahrscheinlich, das Video auch hier gar nicht sehen, hier, was ich hier mache. In dem Sinne. Aber ich sag, ich feiere den Typen. Und übrigens, er kommt aus der Ecke, aus Hamburg, die Nähe, wo ich auch, sag ich mal, herkomme. Und ja, deswegen ist es für mich auch so eine Art, ja, wie soll ich das sagen? So in dem Sinne, ich habe einen Ort, ach, ich keine Ahnung, wie ich das jetzt erklären soll, auf jeden Fall kommt er da aus der Ecke und das sind, weiß ich, keine 20 Kilometer oder so. Deswegen ist es für mich nochmal was anderes, ihn zu schauen oder so, wenn man, ach, ist auch völlig egal, so, Bericht ansehen. Zack. So, ist schon mal gut wichtig, mein Fahrzeug wurde nie als Taxi verwendet, wäre auch schlimm, wenn. Es gibt keine Daten darüber, dass dieses Fahrzeug einen Schaden hatte. Auch sehr gut. Keine Fahndung nach diesem Fahrzeug wegen Diebstahl. Sehr gut. Korrekter Kilometerstand. Auch sehr gut. Die Berichtspunkte geprüft werden. Gefundene Aktivitäten. So. Genau, am März 2008 wurde angemeldet. So. Also, wir haben schon einen Marktplatz zum Verkauf. Dann zum Verkauf. Ja, im Februar, genau, stimmt. Im Februar stand er zum Verkauf und im März habe ich ihn gekauft. Also er stand einen Monat beim Händler und danach habe ich ihn gekauft. Also ist ja jetzt hier vor 3 Monaten. Krass, oder vor 4, besser gesagt. Vor 4 Monaten stand er zum Verkauf, so, und vor 3 Monaten habe ich ihn gekauft. Oder vor 2 Monaten nach hier schon. So, hier ist alles tutti, wie ihr hier sehen könnt. Taxi, Mietwagen, Polizeifahrzeug, Fahrschulauto, alles nix. Da, Prüfung auf Diebstahl. Achso, da wurden die einzelnen Länder ge... Krass, das ist krass. Das ist krass. Naja gut, gestohlen wurde es auch noch nicht. Kilometerstand. Letzter Eintrag 163.000. Das ist sogar perfekt. Mit 163.000 habe ich nämlich gekauft. Jetzt hat er, glaube ich, 167.000. Ich hoffe, mein Handy schüttet sich allzu sehr. So, kurz mal antworten. Professionalität steht an erster Stelle. So, Kilometerzähler war. Ist wahr. Nicht wahr. Ja, keine Probleme gefunden. Das ist immer sehr gut. Also, Kilometer stimmen alle überein. Wartung. Eieiei. Vom Hersteller empfohlene Wartung. 165.000? Warte. Jetzt anstehender Service, 165.000. Kann gar nicht so stimmen. Das heißt, der Service beim Verkauf oder vorher wurde unter der Hand gemacht. Ist auch gar nicht schlimm, dass es vielleicht nach Feierabend gemacht wurde. Ich werde jetzt gleich mal den Ölwechsel auch bei mir selber vollziehen. Ne? Deswegen wird da wahrscheinlich auch kein registrierter Eintrag dann irgendwann später darüber gefunden werden. Bla bla. Weil letzter Ölservice war bei mir bei 159, glaube ich. Und bei 170 wollte ich ihn eh machen. Also nach 10.000. Eigentlich brauchst du jetzt nach 15.000, aber ich mache ihn nach 10.000. Ich reduziere das mal so ein bisschen, um mal zu gucken. Und dann bin ich auch auf der sicheren Seite, weil dann ist das gemacht, auch für mein Gewissen. Weil vorher, klar, jeder kann so einen Zettel dran pappen, bei 159 wurde es gemacht und im Endeffekt wurde es vielleicht nicht gemacht. Kann ich jetzt natürlich nicht sagen, was ich aber nicht glaube. Aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. So, deswegen. So, letzter bekannter Kilometerstand 163, genau, nach der Wartung, falls es durchgeführt wurde. Ja, wurde durchgeführt bei 159.000. Okay. Mehr Anzeigen. Ach, ich kann man ja auch sehen, was alles getauscht wurde. Ohoho. Jawohl, also Ölwechsel hat er alle 15.000 eingehalten. 15.000 und ich glaube bei 159.000 hat der Händler vielleicht so 3-4.000 Kilometer privat noch gemacht auf roten Schildern, kann das sein? Weil bei 150.000 Ölwechsel
steht hier, hat fast eine Stunde gedauert. Der nächste wäre ja jetzt dran. Aber ich habe unten im Auto ein Ding dran, was bei 159 gemacht wurde. Na, jetzt kommen wir den ganzen Mal auf die Schliche. Aber bei 120 hat er einen großen Service bekommen. Ist jetzt alles hier auf Englisch, kann ich natürlich nicht alles komplett übersetzen oder hier verstehen. Automatik, weiß ich, ist das hier Automatik, also DSG-Spülung hier. Ja, Öl, das verstehe ich. Ja, ja, ja. Ja, ja, okay. Dann wieder Ölwechsel, Ölwechsel. Also Ölwechsel wurden alle 15.000 Kilometer korrekt eingehalten. Ob jetzt 15.000 jetzt in Ordnung sind, sei jetzt so dahingestellt. Aber krass. Und auch, wie ich sehe, ja, der erste, zack, Öl. Der erste große Service, der kam einmal mit 60.000. Also alle 60.000 Kilometer hat er einen großen Service bekommen. Das heißt, großer Service wäre dann jetzt bei mir bei 180 dran. Ja, dann habe ich ja noch 13.000 Kilometer. So, Martin. Ja, Martin, das ist ein Angestellter von K-Vertical. So, wir haben bei der Nüsse-Historie von Null keine wichtigen Unfälle entdeckt. Sehr schön. Liste nennen, indem wir die Prüfung durchgeführt haben. Oh, sehr wichtig in Polen. Ne? Kleiner Funfact, ich bin da selber einer. Aber ihr kennt ja natürlich die komischen Witze, die immer lustig sein sollen, sind es aber nicht. So, gehen wir weiter. So, wurde nicht gestohlen. Mehr Anzeigen. Überschwemmungsschaden, nein, Feuerschaden, Hagelschaden, Salzwasser, überhaupt keine Schäden hier. Totalschaden bei Unfall. Komplett unfallfrei hier mein Auto. Diese Phase wurde zu Verkauf angeboten. Richtig. Oh, jetzt habt ihr natürlich den Preis jetzt gesehen, was ich bezahlt habe für den guten. Am 29.02. wurde er inseriert. Er kommt aus erster Hand. Aus erster Hand, genau. War vorher ein Firmenfahrzeug. Und ja. War vorher ein Firmenfahrzeug, genau. Und dann wurde er halt an Händler weitergegeben. Und der war inseriert bei 7.990. Aber das habe ich nicht bezahlt. Ich habe etwas weniger bezahlt. Ich glaube 7.5 habe ich bezahlt. So, jetzt wisst ihr das. Wenn ihr einigermaßen gescheiten GTI haben wollt, ja, müsst ihr ungefähr das hinblättern. Ich habe viel gesucht im Internet und bla bla. Und ja, da war auch viel Müll dabei, deswegen, das war schon ein guter Kauf. So, jetzt haben wir es hier. Marke Volkswagen Golf 2008 Baujahr, Fließheck, 2 Liter Motor, 147 kW, heißt 200 PS, Automatik, also DSG, Viertürer. Vorderradantrieb, ja, wäre zu schön, wenn er Heckantrieb hätte. So, Lenkradpartition natürlich linke Seite. Wir sind hier nicht in den Vereinigten Staaten. So, was haben wir denn hier? Ausstattung wie vom Hersteller erhalten. Ach so, hier ist die Ausstattung einmal in Codes. Ja, da kann ich hier nichts anfangen. Das ist erstens komplett auf Englisch. So gut in der Schule haben wir jetzt auch nicht aufgepasst, dass wir jetzt hier alles lesen können. Schöne Grüße gehen an die Lehrerin, wo ich den Namen jetzt nicht sage. Aber ein manch oder anderer kann sich das vielleicht denken. So, MP3-Player, genau das verstehe ich. Das ist das Radio, was ich ausgetauscht habe. Weil scheiße war. Bis auf den CD-Wechsel, der war geil. Oder ist geil. Aber ansonsten so, Ratschlag, Hinweis, bla bla. Jawoll! Alte Inseratbilder. Wie bei Max seinem ML. Krass, das ist krass, Leute. Hier könnt ihr genau auf diesen Hof und da und tralala. Genau so habe ich ihn gekauft. Heftig. Da kommen jetzt zwar jetzt so 3 Monate her, aber da kommen echt Erinnerungen hoch, du. Mal einmal hier auf Winterfelgen, BBS. Wenn man auch, wer sie kaufen möchte, meldet euch. So, hier von vorne. Krasser Scheiß. Und hier natürlich, um die Leute anzuziehen, hier Shin GTI hingeklebt. Und hat natürlich auch funktioniert.
Ach, hier sieht man noch von innen. So sah das alte Radio aus. Also ja. Ich glaube, das, was ich jetzt drin habe, macht viel mehr her. So, zacke, zacke. Echt geil. Da sehen wir es, da sehen wir es. 145.000. Ah, kommt da noch ein Bild? 127. Ja, seht ihr das? Bei 145.000 hat der Vorbesitzer den letzten Ölservice gemacht. Das ist bei 159.000. Hat wahrscheinlich der Händler und ist dann wahrscheinlich privat noch ein bisschen rumgeguckt. So, ist jetzt aber auch geil. Aber krass, das mal anzusehen. So, Checkliste. Stellen Sie sich jetzt alle Fahrgestellnummern über die Größe des Fahrzeugs. Ja, das passt alles. Passt alles. Dachten wir nach der Rückrufaktion. Ja, passt auch alles. Passt alles. Passt alles, passt alles. Ja, ja, ja. Ja, das war's in dem Sinne, ne? Krass. Also nochmal. Falls ihr auch euer Auto, sag ich mal, checken wollt oder ihr habt ein schlechtes Bauchgefühl, bla bla, und wollt mal reingucken in die Fahrzeughistorie und habt vielleicht nicht so einen Adapter, wo man schnell mit dem Handy sich verbinden kann. Ich weiß nicht, mir fällt jetzt nur Kali App ein, aber die soll wohl nicht so gut sein, aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus will, dass man das kurz vor Ort auslesen kann. Ob jetzt irgendwas mit dem Auto ist oder allgemein mal die Fahrzeughistorie, ist auch mal ganz spannend zu sehen. Auch wenn ihr schon das Auto vielleicht 10 Jahre besitzt, es aber Gebrauchtwagen gekauft habt, könnt ihr euch natürlich sehr gerne hier einmal reinschnuppern. Wie gesagt, die Links sind einmal in der Videobeschreibung. Und damit verabschiede ich mich jetzt mal aus dem Video. War sehr spannend mal zu sehen, wie das Kfz vorher ja, behandelt wurde in dem Sinne. Ja, wie gesagt, Service Eis wurde heiß eingehalten, kein Unfall, nicht gestohlen. Und ja Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Erstmal vorweg, sorry nochmal für die Qualität des Videos. Anders kann ich es euch jetzt nicht besser zeigen. Ich denke mal, das war aber trotzdem so in Ordnung. Und ja, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und Like nicht vergessen. Und falls du neu bist, dann abonniere mich. Und Dankeschön. Wir sehen uns.